Willkommen zurück zu Pokémon Y. Wir haben einen Ort namens Mosaia erreicht. Hier wollen wir wieder auf Professor Blattern treffen. Und direkt ein Pokémon Center. Das bietet sich an, denn unsere Pokémon sind von den ganzen Kämpfen noch relativ kaputt. Wir waren ja auch in der Omega-Höhle, haben uns da intensiv alles angeschaut und auch den Finsterstein gefunden und damit Duoklis weiterentwickelt. Ja. Alles klar. Ich glaube aber nicht, dass es hier die letzte Arena gibt, die 8. Denn wenn kein City im Namen ist, dann ist eher ein Dörfchen und so sieht es hier auch aus. Klein, gemütlich. Besonders starke Attacken haben relativ wenige AP, auch Angriffspunkte genannt. Es zeichnet einen erfahrenen Trainer aus, in solchen Fällen ein AP Plus einzusetzen. Ganz was Neues seit der ersten Generation. So. Ihr habt es gemütlich hier am Kamin, meine ich natürlich. Ich brauche ein bisschen Zuneigung. Hast du völlig ein Pokémon dabei, das Wangenrubbler beherrscht? Nope. Da brauchst du wohl sowas wie Pachirisu oder Didenne. Bestimmt. Ich liebe den Fähigkeitenkrieger im Fernsehen. Ich möchte auch eine Pokémon-Fähigkeit haben. Wandlungskunst. Ich wünschte, ich wäre ein Pokémon. Da könnte ich immer an seiner Seite sein. Ihr habt alle die schlimmsten Probleme. First World Problems hier in diesem Haus. Bist du mit Fähigkeiten vertraut, die Pokémon daran hindern, aus einem Kampf zu fliehen? Hehe, soll es, dass diese Fähigkeiten keine Wirkung bei Geist-Pokémon zeigen. Cool. So, was sagt hier? Mosaia, ein Schmelztiegel voller Gegensätze. Gehen wir erstmal hier hoch. Wow, es geht steil bergauf. Nanu? Setzen wir uns erstmal hin, oder? Nee, geht diesmal gar nicht. Doch. Dum, 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 dum. Sonderbonbon und ein idyllischer Wasserfall. Doch, das wäre schon ein Ort in Kalos, wo ich es aushalten könnte, oder? Da könnte man leben. Ja, und hier die Bahn? Hier, die TM-Kehrtwende ist für dich. Ich hatte zwei davon. Ja, da freue ich mich doch nass ab. Benutze ich nicht. Der Typ ändert aber auch alle 5 Minuten seine Meinung. Eine Kehrtwende nach der anderen. Der Typ. Der Typ. Okay. Da geht's runter. Hallo. Kavaliermusik. Das muss Professor Blattern sein. Ich muss mich für Flodilis entschuldigen. Was er getan hat, ist wirklich unverzeihlich. Ich wollte dir außerdem noch von Herzen danken. Im Namen all der Pokémon und all der Menschen auf dieser Welt, deren Leben du gerettet hast. Da du Team Flynn aufgehalten konntest, hast du auch Flodilis gerettet. Ich wusste, dass er davon träumte, eine Welt der Schönheit zu kreieren. Vielleicht gibt es eines Tages ja wirklich so viele Pokémon und Menschen, dass die Welt, die sie beherbergt, an ihre Grenzen stößt. Wenn in einer solchen Welt auch nur ein paar ihrer Bewohner von Gier getrieben werden, bleibt für andere wenig übrig. Dies würde irgendwann so weit führen, dass alle Rohstoffe aufgebraucht wären. Und zwar bis zu einem Punkt, an dem man nicht mal etwas stehlen könnte. Shadowgoff würde jedes wieder sein Ego hinten anstellen. Hint anstellen steht da. Ist es so korrekt? Eigentlich nicht, das heißt doch dann hinten anstellen. Und die Welt in eine Zukunft führen, der wir uns alle gegenseitig dazu antreiben, neue zivilisatorische Höhen zu erreichen. Ich habe jedoch nie mit ihm darüber geredet, weswegen ich wohl auch zum Teil für die ganze Situation verantwortlich bin. Aber genug davon. Markus, ich möchte, dass du mit deinem Pokémon-Team jetzt mal mit allem, was ihr auf eurer langen Reise gelernt habt, gegen mich angeht. Wow, Kampf gegen Professor Blattern! Das gibt eine Revanche! Gegen den haben wir verloren. Jetzt hat er die ganze Megaform, pass auf, wusste ich doch, das war mir so klar jetzt. Gegen den haben wir ja angetreten und er hatte Bisasam und Tumanda und Shiki. Und jetzt sind sie bestimmt voll stark drauf. Könnt ihr auch alle Mega-Entwicklung? Könnte ich denen voll zutrauen? Ah, ich weiß nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob das. Jetzt habe ich nicht so richtig nachgedacht. Ob Sancto-Klinge hier wirklich der Burner ist. Die Antwort liegt auf der Hand. Nee, scheinbar keine Mega-Entwicklung. Das ist doch schade. Ich hätte das. Okay, ist so schon schwer genug. Das war aber ein Volltreffer, das lasse ich nicht so auf mir sitzen. Durengard, komm, pack's an! Yes! Ah, Tlurak und Turtak, ich freue mich schon. Und Bisaflor, das ist Ironie des Schicksals mal wieder. Tlurak.
Da hätte ich natürlich angehen können mit... mit dem guten Herrn... Wajutsu. Aber ich will nochmal hier Durengard gewähren lassen. Was? Funkenflug? Was? Okay, Funken bringe ich mit Elektro in Verbindung. Ich versuche es gleich mal schlau anzustellen, denn Kluhak ist ja nicht nur Typ Feuer, sondern auch Typ Flug. Ein Donnerblitz wirkt hier Wunder. Und da denke ich schon mal an den nächsten, ne? Turtok hat ebenfalls für Elektroattacken nicht viel übrig. Deswegen Psi-Auber. Da geht er down. Kluhak. Ah ja, ich hätte mich auch gern für Kluhak oder Turtok entschieden. Aber so wie unser Team sich gestaltet hat, fand ich es eigentlich ansprechend. Endlich. Tschüss, Mann! Ah, lockerer Two-Hit-Kill. Also, ja, damals im ersten Duell gegen Professor Blatern waren ja meine Pokémon einfach nicht geheilt. Ja, sonst hätte ich den wahrscheinlich auch besiegt. Das war damals voll Fail, aber jetzt voll souverän. Großartig. Die Zeit mit deinem Team und eurer gegenseitige Zuneigung hat zu einer starken Verbindung geführt. Das ist Geheimnis eurer Stärke im Kampf. Ja, her mit der Kohle. Ich kann wirklich nur staunen, wie stark du doch geworden bist. Und spürt, wie sehr du deine Pokémon liebst und wie viel Vertrauen du ihnen entgegenbringst. Markus, ich habe in dieser Stadt einen Schatz entdeckt. Wenn du willst, kannst du ja danach suchen. Wie dem auch sei, ich muss wieder los. Ich bereite nämlich gerade eine Überraschung für euch vor. Immerhin habt ihr euch tapfer Team Flair gestellt und ganz Kalos vor dem Untergang bewahrt. Das heißt, tschüss, haben dir deine Eltern keine Manieren beigebracht oder was? Blondie! Ich mag die Geschichte von dem Carpador, das einem Wasserfall nach oben geschwommen ist. Muss ich überlegen. Klingt nach einer Anime-Folge. Da gab es auch immer so Mega-Carpador. Ja, und jetzt? Ach, hier geht's weiter. Schön, ich wollte mal gucken, ob die City hier noch was zu bieten hat. Da oben waren wir, das ist ja wirklich ein kleines Kaff. Kann man mal nicht anders sagen. Gehen wir hier noch rein. Konnte man sich ja gar nicht verfehlen. Welches Pokémon hast du dir zu Beginn deiner Reise als Partner ausgesucht? Ah, Froxy also. Zeig dir mal, wie es um dein Wissen über Froxy bestellt ist. Also, ist Froxy über 0,4 Meter groß? Boah, das merke ich mir dann, das habt ihr doch nie. Ich behaupte ja, Froxy schon. Was? Nein. Nochmal. Nein. Ja. Natürlich. Zauberwasser. Ah, sehr schön. Das bekommt er auch. Das bekommt er auch. Wisst ihr warum? Der hat zwar Überreste, aber Zauberwasser ist dann besser. Zauberwasser verstärkt auch die Wasserattacken, ne? Und das ist... Ups, das war... Hä? Ja. Also, schön. Jo. Wir sollen Überreste bekommen. Welches Item macht denn weniger Sinn? Ich habe zum Beispiel im letzten Part mitbekommen, dass... wer war es nochmal? Irgendjemand hat den Evolinit... Evolinit? Evolinit. Oh Gott, wie es sich anhört. Getragen. Die Items... Was? Metronom? Bin gerade ein bisschen... Da steht's. Doch, der hat Metronom. What the fuck? Was sind die Items? Der hat Granitstein. Sauberwasser ist gut. Bisophlonit muss sein. Magnet, Epic, Epic. Metronom. Was soll das denn? Dann kriegt der Überreste. Weil ich das für sinnvoller halte. Nein. Was bringt das eigentlich? Ach so, je öfter sie in Folge ausgeführt wird. Hm. Das ist auch nicht übel. Das lässt er. Das wusste ich jetzt nicht, Freunde. Das klingt gut. Wenn ich immer wieder Dunkelklaue einsetze, dann haut das rein. Mimikry. Damit kannst du die vom Gegner zuletzt eingesetzte Attacke selbst verwenden. Das Gute an Mimikry ist, dass man dabei etwas lernen kann.
Warst du schon mal im Illumina Kunstmuseum? Kunstmuseum? Müssen wir unbedingt nochmal auschecken. Ein Fotoalbum kann Erinnerungen an aufregende Zeiten wieder aufleben lassen. Auf ähnliche Weise hat man in Frescora die Möglichkeit, die Erinnerung der Pokémon an Attacken, die sie einst beherrscht haben, wieder aufzufrischen. Ja, ist doch nice. Gibt es zwei Wege weg, oder wo führt das hier hin? Da können wir uns wieder ein Foto machen lassen. Jetzt, wo es wieder normal läuft. Was ist denn hier los? Was soll das denn? Top-Trager, aber schöne Wasserfälle. Für alle Fälle. Wenn man auch noch Kaskade bekommt und da hoch? Dieses Tafelwasser ist eine Spezialität aus Mosaia. Wir berechnen nur 300 Pokédollar pro Flasche. Nö. Gibt's nie ihr Feines. Hotel Mosaia. Danke. Da kann man ein Foto machen lassen. So, wo führt... Ah, Surfer. Doch, doch, da gucken wir mal. Slide to the left, slide to the right. Anschauen. Links ist nicht so viel. Und hier ist ein Wasserfall. Ich hatte es gerade mal erwähnt mit Kaskade, ne? So, was mir gerade auch so einfällt, als ich so übers Wasser bin, ist mir eingefallen so, ich habe keinen Topschutz mehr. Deswegen rüsten wir uns jetzt mal bitte wieder damit aus. Hyperball, wie viel haben wir eigentlich? Kauf nochmal welche. So, jetzt kaufen wir auch mal. Dadurch, dass sie halb so teuer ist, kaufen wir lieber Hypertränke. Belebe haben wir, glaube ich, genug. Hier, du da. Das Geld ist gut angelegt, Freunde. Kaufen wir uns auch Top-Genesungen da. Und sonst nicht alles zum Fenster rausschmeißen. Den armen Durengard noch fit machen. Und dann werden wir das Kaff, muss man so sagen, auch wieder verlassen. Wir werden es wieder verlassen. In die andere Richtung allerdings. Wollen wir mal sehen. Wir wollen gehen und da weiter weg hin fort, oh yeah. Beim Spaziergang mit meinem Käufer folge ich immer seinen Launen. Diesmal haben sie uns den ganzen Weg von Tembera City bis hierher geführt. Meine Füße sind ganz geschwollen. Ich stelle mir gern vor, was die Trainer, die durch dieses Tor kommen, wohl für Menschen sind. Hey, du hast mir zu sagen, welche Route das hier geht. Valle Lachewik. Logewik. Ach, ich kann kein Französisch. Nun, dann wollen wir mal loslegen mit unserem Pokémon-Kampf. Das war zumindest, was mein Ich vor 10 Sekunden noch gesagt hat. Dein Ich, dein Du. Ich, mein Ich, du. Josette. Ihr bist. Klingt wie ein Kürbis. Sieht doch so aus. Schnüffler von Irbis wirkt. Keine Ahnung, was es für ein Typ ist. Weit hergeholt, wenn es ein Kürbis sein soll, wäre Typ Pflanze nicht verkehrt, aber... Ich hab keine Ahnung, ich kenne das Ding nicht. Hauptsache es ist effektiv. Manchmal hat man mehr Glück als Verstand. Okay, öfter habe ich mehr Glück als Verstand. Level 50. Ist schon heftig, ne? Das kommt selten vor in Editionen, dass die gewöhnlichen Trainer so hohe Level haben. Das ist eigentlich schon eher meistens Top 4-Style. Aber ich kann mich nicht beklagen. Unsere Level sind ja auch relativ high. Fly high to the sky. Da unten, das geht so schön runter. Auch eine schöne Route. Ah, Himmelskampf. Da verliere ich ja am laufenden Band. Will aber nicht. Jetzt. Hui, Fiaro, komm, enttäusch mich mal bitte nicht. Oder es wäre auch cool, wenn Durengard, weil er schwebt ja auch. Das wäre auch mal toll gewesen, wenn man mit denen antreten könnte. Ist aber nicht der Fall. Wir müssen einzig mit Fiaro klarkommen. Tja, mach Feuersturm, hol ihn vom Himmel. Mit ein wenig Hitze. Verbrennung. Ich wollte schon sagen, es ist ja nicht mal... Die Hälfte abgezogen, also wird kein Two-Hit-Kill. Dadurch, dass er verbrannt ist, dann eben wohl doch. Wobei, ich guck mal, Flammenwurf könnte auch reichen. Ich will das mal austesten.
in Verbindung mit Verbrennung. Genau so! Ey, so habe ich mir die Pixel vorgestellt, ganz im Ernst. Tschüss, Mann. So, bloß aufpassen. Fiaro hat jetzt leider auch schon einiges eingesteckt. Jetzt kommt der Aerodactyl. Gesteinflug, ey. Probier es halt nochmal, aber der wird mich in die... Ja, der kann eine Gesteinattacke machen und dann sind wir schon wieder weg. Ja? Was ist denn da immer los mit diesen Himmelskämpfen? Ich komme da nie drauf klar. Ihr seht doch, warum. Ich lasse mich nicht mehr auf Himmelskämpfe ein. Die können immer nur Scheißattacken an. Ganz miese Drecksattacken. Jetzt mal ernsthaft. Nie gewinne ich diese Himmelskämpfe, weil das nicht fair ist. Weil man meistens selbst mit einem Flug-Pokémon antritt und die immer irgendwas haben, was gegen Flug-Pokémon echt reinhaut. Es gibt bestimmt auch Pokémon, die schweben können oder fliegen können, obwohl sie kein Flugtyp sind. Oder anders, es können nur Pokémon vom Typ Flug teilnehmen. Das weiß ich allerdings nicht. Wenn wir zum Beispiel Dragoran haben? Ja, Dragoran ist Dracheflug, oder? Ja. Dodu. Das würde mich interessieren. Dodu. Ich mir glatt mal eins fangen und einen Himmelskampf ausprobieren, ey. Himmelfahrtskommando. So. Jetzt da rechts weiter. Ziemlich komplexe Route. Das deine Mädchen kriegen wir. Wenn meine Finn-Pokémon mit dir fertig sind, wirst du um Erbarmen Winsel auf der Blumenwiese liegen. Du vertraust auf Feen-Pokémon. Zeig mal her, kleine Träumerin, Corinna. Träumerin, das trifft echt gut. Los, du Ongard! Ongard! Weder Geist noch Kampf sind hier wirklich, wirklich das Wahre. Deswegen setze Eisenschädel ein. Knie! Und tschüss. Azumarill. Na komm, Psiaugon. Psiaugons Donnerblitz. Verstehe ich immer noch nicht. Donnerblitz kann aber kein Donner. Das verstehe, wer will. Weggebrutzelt hier. Oh, er überlebt. Ja, stimmt, wenn ich so nachdenke, ist klar. Typ Fee, ne? Ich denke immer nur, es ist nur ein Wasser-Pokémon, aber... Ja, das sieht doch echt nicht, das sieht aus wie ein Osterei, aber nicht wie eine Fee. Muss ich mal so stehen lassen. Level up, my lord. Ein paar Finesse. Das hat echt Finesse. Oh, wie apart. Dann wollen wir gerade nochmal. Feen-Pokémon. Psycho war ja nicht effektiv auf Fee, sondern... Es könnte sein... Käfer. Wir probieren es. Ich müsste schon so sein. Epic Fail. Ich hatte jetzt so Schlussfolge, dass das Fee so etepetete Tanten sind. Wie sie auch geguckt hat gerade eben. Und... Dass die sich dann so vor Käfer ekeln, so Weiber-Style. Aber da mach ich dich halt kaltblütig gewöhnlich mit Psychokinese fertig. Meinetwegen. Ich sehe es deutlich vor mir, das duftende Blütenmeer jenseits des Flusses. Ja, ja. So, was kann man hier Feines? Ein Gattern. Bloß nicht runterfallen! Toppeleber. Oh, sehr gut. Toppeleber. Das ist ein seltenes Item. Kann man nicht kaufen, ne? Unbedingt aufheben für Pokémon Liga. Ob es auch wieder Rückkämpfe in der Pokémon Liga gibt? Weiß ja nicht, wie viel da noch storymäßig kommt danach. Ah, guckt euch mal an, die Route. Ja, denn! Musiknote. Du weißt bestimmt schon, was jetzt kommt, oder? Aber hallo, du willst kämpfen? Glaub
willst du das bekämpfen jetzt natürlich? Schließlich sind wir Pokémon-Trainer. Signore. Gegen Senna. Hannah. Senna Montana. Ella Coro. Auf der Brücke. Sieht gut aus, die Animation. Inekoro, Normal-Pokémon. Dann kriegst du eine Sankto-Klinge. Oder hast du Typ Fee dazu bekommen? Das weiß ich natürlich jetzt nicht. Haut rein. Was, verliebt? Aber ich denke, du bist down. Inekoro. Quaiyutsu auf der 60. Hydro-Pump. Oh yeah. Doch, doch. Guckt euch's an. Wir haben Surfer. Dann haben wir die blöden Wassersäulen. 80-100 Spezial. 110-80. Okay. Die Genauigkeit ist geringer. AP sind weniger. Aber trotzdem werde ich Hydro-Pump erlernen anstelle der Wassersäulen. Macht Sinn. Wir haben doch Surfer, wisst ihr. Alles klar, wunderbar. Schön, dass wir das geklärt haben. Viscogon. Keine Ahnung, was das für ein Pokémon sein soll. Ist mir jetzt weniger im Begriff. Du bist fett. Nochmal Sanktutlinge. Diesmal nicht der gewünschte Effekt. Erdbeben auf der Brücke. Was man nicht sagt. Erdbeben auf der Brücke. Dann halt Dunkelklaue und der Fisch ist rasiert, ne? Ah, Senna Montana kann da nicht so viel ausrichten. Ah, es läuft, Durengard. Guckt euch's an, unser Pokémon, ey. Sie werden erwachsen. Phoenixes. Warum sagen wir deine Pokémon-Namen nichts? Ach, natürlich! Das ist der Starter, die letzte Stufe. Wie epic ist das denn? Hi! Kriegst du Geist, du bist ein Psycho-Pokémon. So, ein kurzes Vergnügen, ey. Ein Pokémon-Kampf gegen Freunde macht mich immer so nervös. Jetzt habe ich hier voll die Winterkleidung an, obwohl es jetzt wieder wärmer ist. Passt wieder nicht so ins Bild. Irgendwie muss ich gerade an unseren Kampf damals in Aquarelia denken. Das war das erste Mal, dass wir uns einen Pokémon-Kampf geliefert haben. Hallo Lord M, hi Senna. Stören wir gerade? Nein, überhaupt nicht. Jetzt wird bei euch beide hierher. Dasselbe wie dich, Senna. Als uns der Prof und Lord M rückt hat, haben wir alles stehen und liegen gelassen und sind gekommen, so schnell wir konnten. Und, Lord M, entschuldige, dass ich damit zu früh überfalle, aber wie wär's mit dem Pokémon-Kampf? Was ist jetzt los, alle auf einmal? Tiano? Ja, dann mach halt. Komm halt her, es ist genug für alle da. Durengard tut noch, was er kann. Eisenschädel hier. Oh. Batz. Er überlebt's. Dann sehen wir mal zu hier. Es gibt epischeres Unflammenkörper. Armer Durengard. Da haut's ihn nieder. Doch, leckst ihn nieder. Psyogon hat den niedrigsten Level und braucht nur einen Donnerblitz abfeuern, würde ich schätzen. Gegen Fiaro. Das Vieh habe ich doch selbst. Aber eigentlich ganz nett, dass man mehrere, in Anführungsstrichen, Rivalen hat. Freunde halt. Die auch wirklich so viele unterschiedliche Pokémon immer großziehen. Das ist eigentlich gut gemacht, finde ich. Flor 60, Krebutak, auch schön. Doch, doch, den mag ich. Krebskorps, Krebutak. Das ist wirklich eine schöne Weiterentwicklung. Wegen dem Stern da, finde ich irgendwie nice gemacht. Mensch, du hinkst hinterher, Psyogon. Was macht man denn mit dir, ey? Kämpfen, kämpfen, Roserade. Roserade, Roserade. Weiterentwicklung von Roselia, ne? Jedenfalls dürfte das Pflanze sein. So viel ist sicher. Deswegen Feuersturm. Passt. So wollen wir das sehen. Tierno.
Merkwürdig, wenn ich gegen dich verliere, macht mich das gar nicht so traurig. Das ist wohl die Kraft der Freundschaft. Jaha. Und Trovato auf, der Nächste. Nanu, Tino fordert dir unseren Kampf heraus. Ich glaube, ich bin im falschen Film. Das ist durch die Erlebnisse in Gromlexia bin ich ins Grübel gekommen. Wäre Lord M nicht gewesen, hätte es einfach alle mal ausgetanzt gehabt. Deshalb will ich ihn noch besser kennenlernen. Und was eignet sich da besser dazu als ein Pokémon-Kampf? Ich weiß, es klingt ziemlich eigennützig, aber das ist eben meine Art, Danke zu sagen. Tino, das ist gar und gar nicht ein... Was ist heute mit mir los? Tino, das ist ganz und gar nicht eigennützig. Ich finde es wunderbar, wenn Trainer wie wir einander über Kämpfe besser zu verstehen lernen. Aber zuallererst sollten wir deine Pokémon wieder aufpäppeln. Und jetzt noch dein Team, Lord M. Ich dachte, ich will auch gegen dich kämpfen. Oh, was soll man dabei sein? Ich will dich auch herausfordern. Aber diesmal nicht im Pokédex-Vergleich, sondern zu einem schönen Pokémon-Kampf. Warum heizen denn dazu meine Pokémon? Bist du noch ganz sauber? Naja, Trovato Tomato. Sieht doch echt aus. Sieht aus wie Kenny. Aha. Ja, dem seine Pokémon sind mir eigentlich am unbekanntesten, weil er halt wirklich nicht so oft kämpft. Ja. Ja, Durengard ist so der Mann für alles, habe ich manchmal das Gefühl. Und zack. Seht ihr? Passt. Raichu. Ich denke mal, Trovato ist auch nicht der Held, der die Welt erhält. Aerodactyl. Was machen wir da am besten? Was machen wir da am besten? Quaijutsu surft ihn weg. Das dürfte funktionieren, ja. War echt schön hier auf der Brücke. So, zu kämpfen. Ich hätte auch mal Hydropumpe ausprobieren können. Also Trovato ist wirklich die Nulpe vom Dienst. Fiaro. Florges? Was war denn das? Die Weiterentwicklung von Flabébé oder was? So sieht's aus. Muss dann wohl Typ Fee sein. Also Hydropumpe, los! Zum ersten Mal. Könnten Two-Hit-Kill geben. Es sieht ja ein bisschen pflanzenmäßig aus, ne? Und. Ich glaube, es wird knapp nichts. Seht ihr? Zellangriff sinkt. Machen wir Surfer, weil er wahrscheinlich heilt. Ne, seit geraumer Zeit heilt niemand mehr seine Pokémon. Wie kommt's? Soll mir recht sein. Ja, das muss Flabébés letzte Stufe sein. Auch nicht schlecht. Langsam freue ich mich auf die Pokémon-Liga. Ich hab dich wohl unterschätzt. Wer unterschätzt mich schon? Ich hab noch so viel zu lernen. Oder bin ich vielleicht wirklich einfach zu schwach? Du machst dir Sorgen, dass du zu schwach bist? Du bist ganz schön ehrgeizig geworden, Trovato. Ich glaube, diese Reise hat uns alle verändert. Vielleicht verdanken wir das aber auch unseren Pokémon und unserer Freundschaft. Apropos, wo steckt eigentlich Serena? Die trainiert gerade fleißig mit Mr. Mega. Ich weiß, es ist pubertär, aber das klang gerade irgendwie zweideutig. Sie meinte, wahre Freunde verstehen eben einander, selbst wenn sie nicht immer am selben Ort sind. Wahre Worte. Wie dem auch sei, wir haben noch etwas zu erledigen. Bis bald. Ich bin so froh, dass ich diese Reise gemacht habe. Sie hat mich an viele Orte geführt und in euch habe ich ganz tolle Freunde gefunden. Zudem bin ich hier eine Menge interessanter Menschen begegnet und habe viel erlebt, woran ich auch später noch gerne zurückdenken werde. Danke für alles, Phynx. Musik, Leute. Ja, Leute, das ist von uns. Kaskade, Bitches. Damit kannst du Kaskade im Kampf einsetzen, selbst wenn du noch nicht im Besitz des Arena-Ordens von Fraxalia City bist. Ich muss los. Bis bald. So mit der Musik und so hätte ich jetzt wirklich gedacht, dass es nochmal also ein bisschen romantisch zugeht. War ja schließlich auch der Fall in der Villa, wobei man sagen muss, habt ihr mir auch in die Kommentare geschrieben, wenn man mit dem weiblichen Trainer auch spielt,
so wie der Slayer, dann kam diese romantische Szene auch zustande und war dann eben nicht mehr so romantisch. Schöne Stelle, den Part zu beenden, war ja ganz lang und finde ich echt nice, dass man gegen die alle jetzt nochmal gekämpft hat. Vermutlich war es das letzte Mal, weil man es doch dann schon eher ja, im letzten Viertel des Spiels befinden. Habe ich das gut ausgedrückt? Auf jeden Fall sehen wir uns wieder beim nächsten Mal, wenn ihr Bock habt, die Route erkunden und mal sehen, ob wir die letzte große Stadt erreichen. Daumen hoch nicht vergessen, Freunde, bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.